Mit dem Verlust von Raphael hatte ich mehrere Mal so die Gedanken von, hey, es wäre so viel einfacher gewesen, wenn ich einfach auch gestorben wäre. Ich bin Sabine und mein Verlobter und ich hatten einen Autounfall, den er nicht überlebt hätte. Raphael hatte immer sehr viel Energie, hat immer wieder neue Projekte angerissen. Ja, er war sehr kreativ, er tanzte gerne, er zeichnete viel und mochte es, ja, neue Dinge kennenzulernen, neue Kulturen, neues Essen auszuprobieren. Er hat die Ringe selbst gemacht und er hat 3 Monate vor der Verlobung hat er begonnen, mit den Ringen zu schmieden. Und genau, also es war schon ein Prozess, aber es war eigentlich schon klar, dass wir heiraten wollten. Für Raphael und mich war eigentlich klar, dass wir nicht den Rest des Lebens in der Schweiz verbringen und träumten schon sehr früh, im Ausland zu leben. Raphael und ich sind in die USA gereist und haben da einen Roadtrip gemacht. Auf dem Weg waren wir am Four Corners, da trafen sich 4 Staaten, da haben wir das letzte Foto gemacht und dann gingen wir Richtung Grand Canyon und auf dem Weg dahin hatten wir einen Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto. Ich kann mich nicht mehr an sehr viel erinnern. Ich habe, glaube ich, geschlafen. Also habe ich den Unfall auch nicht kommen sehen. Es war mir nicht sofort bewusst, was passiert war. Ich wusste einfach, irgendwas stimmt nicht. Und daher gingen meine Gedanken direkt zu Raphael und was ist mit ihm. Ich wusste, mit mir stimmt was nicht. Und wir sind nicht mehr im Auto, wo wir als letztes waren. Die erste Erinnerung ist so, dass es in der Brust mega eng war. Ich konnte nicht wirklich atmen und ich hatte irgendwas vor dem Gesicht. Und dann der zweite Ausschnitt, an den ich mich erinnern kann, ist, dass jemand mir gesagt hat, hey, schau mich an, bleib hier, bleib hier. Ich war auf der Intensivstation, als sie mir gesagt haben, dass Raphael nicht überlebt hat. Und als erstes war ich erschüttert und ich konnte es nicht glauben. Und ich war natürlich auf sehr starken Medikamenten. Ich bin ziemlich schnell auch wieder eingeschlafen. Ich war durch den Unfall selbst sehr stark verletzt. Meine beiden Oberschenkel und das Schienbein links habe ich gebrochen, plus 2 Zehen, 2 Mittelfußknochen. Ein Wirbel war angeknackst und 2 Rippen hatte ich gebrochen. Und die 2 Rippen haben je ein Loch in meine Lungenflügel gemacht und ich konnte nicht mehr wirklich atmen in dem Moment. Die Beerdigung von Raphael, die war einen knappen Monat nach dem Unfall, weil es nicht ganz so einfach war, dass er wieder in die Schweiz kommen konnte. Und das war der erste Tag, an dem ich längere Zeit sitzend in einem Rollstuhl unterwegs war. Es war einerseits natürlich schwierig, Abschied zu nehmen. Und es gab einen Moment nach der Beerdigung, als der Sarg im Grab lag. Und ich konnte da nicht ganz zum Grab ran, weil ich im Rollstuhl war und da eine Wiese war. Ich war so 5-6 Meter davon entfernt und habe einfach zugeschaut, wie sich alle verabschiedet haben. Und das hat mich so berührt zu sehen, wie viele Menschen Raphael mit seinem Leben berührt hat und mit wie vielen unterschiedlichen Menschen er auch unterwegs war. In der Zeit nach dem Unfall mit den starken körperlichen Schmerzen und den starken auch seelischen Schmerzen mit dem Verlust von Raphael hatte ich mehrere Mal so die Gedanken von, hey, es wäre so viel einfacher gewesen, wenn ich einfach auch gestorben wäre beim Unfall. Dann müsste ich das jetzt nicht erleiden und aushalten. Und ich dachte, ich zerbreche dran. Ziemlich kurz nach dem Unfall gab es so 2 Erlebnisse, die die ganze Zeit danach in der Trauer, in dem wieder zurück wirklich auf die Beine zu kommen, mich sehr begleitet haben. Und das war einerseits, hat mich Raphael noch besucht im Spitalbett. Er ist am Fußende wie gestanden und hat so einen Frieden und eine Ruhe und eine Liebe ausgestrahlt, die total übernatürlich war. Danach wusste ich einfach, ihm geht es gut. Ich konnte wie das loslassen und wusste, er ist zu Hause, er ist bei Jesus. Ich muss mir keine Sorgen machen um ihn. Und das andere Erlebnis war
Gott spricht oft durch Bilder zu mir, so innere Bilder, die ich von, vor dem inneren Auge sehe. Und da bin ich oftmals so 3, 4, 5 Jahre alt. Und es war so ein Bild, wo ich eben da stand und fürchterlich geweint habe, aber Jesus hatte mich in seinen Armen. Und dann sah ich Jesus sein Gesicht, wie er genauso mit mir geweint hat. Und einfach das Bewusstsein oder das Verständnis, hey, du bist nicht allein darin und es tut mir genauso weh wie dir auch. Und ich weine mit dir und ich tröste dich in dem. Und einfach zu erleben, dass Gott nicht weit weg ist, sondern mit mir in der Situation, das hat mich ja durch die ganze Zeit eigentlich durchgetragen. Und das war für mich sehr wertvoll, einfach zu wissen, hey, ich bin, also Gott lässt mich nicht alleine, aber er schickt mir auch Menschen, die mit mir diesen Wegabschnitt gehen und mit mir weinen, mit mir lachen, mit mir Geschichten teilen. Als ich wieder zurück zu Hause war nach der Reha, war ich zwar wieder zurück in meinem gewohnten Zimmer und Umfeld, war aber sehr viel mehr müde oder schneller müde, weil einfach alles anstrengend war. Und ich habe da viel auch mich kreativ beschäftigt, also ich habe viel genäht oder gezeichnet. Es war fast etwas Therapeutisches, weil ich etwas machen konnte. Ich glaube, dass das Gefühl von Dinge passieren einfach, ohne dass es sie unter meiner Kontrolle ist etwas, was mich lange noch beschäftigt hat, weil der Unfall etwas war, das ich nicht unter Kontrolle hatte und mir das so den Boden unter den Füßen wegzog, dass ich in kleinen Dingen wieder das gesucht hatte, dass ich etwas machen kann, etwas schaffen kann, das ich entscheide. Ich habe den Verlobungsring noch lange getragen. Es war für mich fast wie eine Verbindung, eine äußerlich sichtbare Verbindung zu Raphael und zu der Beziehung. Er war natürlich äußerst besonders, weil er ihn auch selbst gemacht hat. Etwas mehr als 2 Jahre nach dem Unfall hatte ich das Gefühl, dass Gott mich einlädt, den Ring auszuziehen. Und es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, den wirklich auszuziehen, aber ich glaube, es war der richtige Moment. Ich habe den Ring dann abgenommen. Es fühlte sich nochmal wie ein Abschied an. Aber ich wusste, auch wenn ich jetzt äußerlich den Ring nicht mehr trage, dass Raphael immer noch mit mir ist und hatte die Erinnerung an ihn mit mir weiterlebt. Und gleichzeitig hatte ich auch den Frieden darüber, einfach zu wissen, hey, jetzt ist es okay. Ich hab getrauert, ich darf auch weiter trauen, aber es muss nicht mehr sich alles um das drehen. Es gibt immer noch Momente, an denen ich an Raphael denke und ihn vermisse. Und es gibt auch Momente, wo wirklich nochmal wie die Trauer über mich kommt, wenn Erinnerungen aufkommen. Aber es ist nicht mehr so wie am Anfang, wo ich wirklich überwältigt oder überschwemmt werde von Gefühlen, sondern es ist nicht mehr der gleiche intensive Schmerz. Und heute kann ich aber mit einer Dankbarkeit zurückschauen auf die Erinnerungen und ja, dass ich so tolle Erinnerungen habe mit ihm, an ihn. Was mir am meisten geholfen hat in der Zeit, um diese Trauer und diesen Schmerz zu durchleben und zu überwinden und zu überleben, ist sicherlich der Glaube und das Wissen, dass Gott mich da durchträgt, dass er gute Pläne hat, dass er eine gute Zukunft für mich hat, dass er Schwieriges wieder zum Guten wenden kann. Ich bin dankbar für die Heilung, die ich körperlich, aber auch seelisch auch erfahren habe, dass ich wirklich sagen kann, es geht mir gut heute. Heute kann ich wieder träumen. Ich habe mir gefühlt, dass etwas zurückerkämpft. Jetzt packe ich meine Sachen und gehe nach Südafrika, wie wir das ja eigentlich auch gemeinsam geträumt haben. Aber ich mache es nicht wegen ihm, sondern ein wenig mit ihm so.